Hallo und herzlich willkommen zurück zu After Humans. So wie ich auf Aufnahmeknopf drücke, die Musik aus. Schön bei Regen. Wir gehen jetzt mal schlafen. Denn den Regen kann ich gerade bei aller Liebe nicht gebrauchen. Ja, das sieht noch käsig aus. Mal gucken, vielleicht fällt und ein bisschen Erde. Ich hole mal kurz ein bisschen Erde. Vorher esse ich noch kurz eine Kleinigkeit. Menschenskinne Erde, da hätte ich gerne einen Stack. So. Dann geht es hier auch so rum und hier hinten noch mal so eine Tür rein. Das ist ja im Grunde ganz okay und schnuckelig. Ich brauche nur Treppe. Am besten 1, 2 Stück. Das machen wir zu Kaktusgrün, Erde, Ahoi und wie heißt das Ganze? Hekurholz, ne? Hekurholz. Zack. Dann können wir da draußen. Nee. Hier. Naja. Wenigstens noch einen ordentlichen Abgang machen. Wobei wir dann tatsächlich, wenn ich überlege, die Treppe auch da draufstellen könnten. Ja, komm her. Zack, zack. Zack, zack. Habe ich nicht gerade von Erde gesprochen, die ich weghaben wollte? Ach, na ja. Tür. Ach ja. Also letztlich alles umsonst, weil... ich die Tür ja eh nur auf normalen Boden setzen kann. Na gut, na schön. So soll es sein. Ich würde gerne noch mal nach oben. Also, wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6 davon und 1 und 2 davon. Also. Migmatit. Na halt, stopp. Verdammter Mist, ich hasse es. Gut. Gut. Gut, 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 gut. Okay.
Ja, fast. Hätte schon den ganzen gebraucht. Also, Miquatit. Wir haben es gleich, wir haben es gleich. Wow. Ja, das ist besser. Wow. Einfach nur wow. Okay, hier haben wir den Kappes. Da müssen wir mal bei Gelegenheit noch Zeug machen. Aber nicht jetzt, weil ehrlich gesagt, sorry. Deko-Werkbank. Damit wollten die ja Sachen bauen, ne? Basteln, die wir uns hier ein bisschen hier und hinstellen. Wirklich hier mal ins Arbeitszimmer, da wird es nicht besser. Hier könnte man sich einen Stuhl und so hinstellen. Und da draußen auch. Und diesen verkrüppelten Baum vergessen wir mal einfach. Ein Ei. Eier. Und hier nichts außer Tod. Okay. Dann zeige ich euch jetzt einfach mal, was ich ursprünglich wollte. Hier Zentrale. Also. Aufgepasst. Ach ja, das war das Thema Buch. Da war ja aber Netar. Netar. Also, wir haben ja verschiedene Welten. Einmal Otherlands. Dann Filia und Selchemed. Der Name passt mir noch nicht so ganz. Selchemed, ja. Otherlands. Also, kurz zur Info: dieses Schild zu Hause von. Da kommt noch, weiß ich nicht. Hier kommt Michi hin, wenn er denn wieder spielt. Hier, wenn er wieder spielt, wenn er jemals spielt. Ja, genau, das Enderportal. Ja, das ist weg. Ja, das Ding ist, ich würde gerne, ich meine, das ist hier uns vertraut, da würde ich jetzt gerne mal kurz reinspitzeln. So, wir sind ja hier am Start. Ja. Und ich würde gerne hier so um den Start rum ein kleines Häuschen bauen, Hüttchen. Von mir aus sogar recht offen. So, dass man drinnen dann entweder ein Buch oder ein Portal voll findet, um wieder zurückzukommen. Das ist so mein, das, was ich gerne machen möchte, hätte. Und das hätte ich nicht nur gerne in dieser Welt, sondern in jeder Welt. Quasi auch in. Ich mach's mal kurz. Es ist zwar etwas schwieriger hier. Aber ja, auch hier. Da. Da baue ich halt halb in den Berg offenbar. Mal kurz gucken. Halb in den Berg da quasi so ein Ding rein. Dann ist man halt direkt über den Sumpf und so. Dafür kann ich nichts. Aber ja. Das möchte ich machen. Und Otherlands, was wir auch endlich mal erkunden müssten. Hallo, fahren. Da auch irgendwie, aber wie weiß ich nicht. Da fehlt mir gerade noch die Idee. Wichtig ist, dass wir auf diesen Block hier rauskommen. Das ist eigentlich alles mehr nicht. Oder auf dem Block? Ich weiß es gerade nicht.
Und dann müssen wir entweder tatsächlich ein, zwei Bäumchen ummachen, wovon ich nicht der Freund wäre aktuell. Das ist Fichte. Aha. Oder ich muss schauen, dass man, weiß nicht, was man da macht und so weiter, aber die Idee war's, ja, ne? Die Idee war's. Würde ich gern. Gut. Oh, mir fällt gerade auf, hier drin haben wir nur halb beleuchtet. Nein. Auf den Boden stellen und ja, genau, das war das hier. Gut. Die müssen weg. Wir könnten hier echt mal alles ein bisschen wegrubbeln hier. Und wenn ich schon dabei bin, die Lampen. Und wir haben ja hier eine Lampe. Da auch. Ich gucke es mir gern einfach ab und zu mal an. Hier ist tatsächlich der. Was ist Kondensator? Er muss ja nur das Licht speichern. Er muss ja wirklich nicht viel machen. Er muss nicht viel tun. Ich meine, ich habe hier tatsächlich schon Lampen gesetzt, ne? Muss nur ein Kabel irgendwie hinkriegen. Und auch hier habe ich Lampen gesetzt. Und tatsächlich auch hier. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich nur hergehen und Lampenleitungen legen. Also das kann ich ja schon mal machen, ne? Und dann würde ich vorschlagen, gehen wir hier so entlang. Ich meine, wir müssen ja tatsächlich auch dahinter mal Remi Demi machen. Dann schlage ich vor, gehen wir hier entlang und gehen dann da oben entlang. Das ist, glaube ich, geht nicht, ne? Na, wenn, dann muss ich noch eins weiter hoch. Na, wenn, dann muss ich da entlang. Genau. Da entlang. Genau. Bis dahin. Und dann halt darunter wieder verschwinden. Frage ist, wo man rauskommen möchte. Vor allem. Ich glaube, das kann man hier so machen. Mal ganz kurz gucken, wo hier die Leitung abgeht. Die geht hier ab. Würde dann schätzungsweise hier genau. Ah ja, jetzt sehe ich tatsächlich das Ganze hier. Würde ich dann sagen, gehen wir hier oben entlang. Und wie wir zu dem Licht da kommen. Was leuchtet hier so?
Genau, von hier oben kommen wir dann auch hier runter. Wenn wir sagen, jetzt Heim- und Energieleitungen holen, ne? Energieleitungen. Sagum Eingang. Ja. So. Ja, da muss ich wohl erst noch hoch. Okay, dann sollte das jetzt klappen. Sollte klappen. Dass das noch nicht leuchtet, heißt so viel wie hier fehlt wo was. Aha. Habe ich was verpasst? Nee, so. Ich habe klar was verpasst. Ich lege ja hier nur eine Leitung. Ach ja. Ja gut, wir kriegen wir Licht 1. Und genau denselben Kappes würde ich hier auch machen. Wenn es mir gestattet ist. Ja. Also tatsächlich würde ich hier die im Flur dauerhaft anhaben wollen. Also entweder schalte ich hier wirklich alles hier mit. Wobei ich mir immer noch nicht sicher bin, warum das hier alles leuchtet. Oh, der. Aha. Weil man muss ja bedenken, ich muss jetzt hier genau hier irgendwo rauskommen. Und das würde ich so treiben. Weiß echt noch nicht, wie ich das machen soll. Wie es halt am schlausten ist, ne? Versteck nochmal brav wieder. So. Ich glaube, hier macht dieser Migmatit-Pflasterstein doch mehr Sinn. So. Ja, Frage ist halt nach wie vor: Mache ich jetzt einen Schalter für jedes einzelne hier? Oder sage ich halt doch Scheiß auf Schalter oder das ist der Generalschalter?
Okay, das fuchst mich jetzt, dass das hier so leuchtet. Das muss ich doch mal so checken. So. Bitte entlade, lade, lade, lade. Das ist doch hoffentlich. Mal gucken. Und jetzt kann ich. Jetzt hat funktioniert das schon eher. Jetzt ist hier dunkel. Also bis natürlich aufs Portal, was hier leuchtet. Nee, das verstehe ich nicht. Macht den Schalter irgendwie sinnlos? Ich habe eine Idee. Leitungsverkleidung. Okay, bitteschön. Energiebetrieben ins Licht. Wie heißen die Dinger wieder? Redstone. Redstone-Fackel. Ja, man fixt die Zentrale dran. Und dann würde ich mal ganz kurz. Die ein bisschen austauschen. Und daraus macht man einmal zack, zack. Dass das immer noch nicht leuchtet, ist so eine Sache. Das gibt mir gerade zu denken. Hängt an dieser Leitung. Ah, das leuchtet. Und das nicht, oder was? Ah, deswegen. Aber gut, dass das leuchtet, ist ja schon mal ein gutes Zeichen, würde ich sagen. Nur lang kann ich mich hiermit abgeben. Dass das noch nicht leuchtet, ist recht simpel. Da fehlt wohl einfach irgendwo. Ja. Habe ich gerade ein Pferd gehört? Ah, Licht. Ja gut. Somit hätten wir Licht überall hingebracht, bis auf hier. Es muss auch irgendwie gehen. Und auch hier würde ich dadurch die Decke gehen wollen. Also quasi hier so entlang.
Auch da möchte ich. Ich weiß zwar etwas. Ach, hier ist was. Jetzt muss ich überlegen, ist das das einzige Licht, was noch ist? Weil wenn ja, würde ich vielleicht sogar direkt hier die Seite wechseln. So. Okay. Mal gucken, wo ich hinkomme, weil ich möchte. Nee, ich muss schon die richtigen Tasten drücken, ne? Also pass auf. So. Ja, das da kann man wegmachen. Wir brauchen es nur an einer Stelle. Ja, dann so und so. Dann haben wir hier unser offenbar Vollfunktion. Gut, dass die Leitung aber hier nichts speichert ist. Also, eins, zwei. Gut. Dann brauchen wir jetzt nur eine Menge Verkleidungen. Eine Menge Verkleidungen. Eine große, große Menge Verkleidungen. Also, pass mal auf, wie viel brauchen wir denn? Wir brauchen ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und ich schätze, das brauchen wir auch ein zweites Mal. Also 16, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da brauchen wir nur 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Also die hier. 22. 23, 24, 25, 26, 25, 26, 27, 8, 9, 3, 1, 2, 3, 34, 5, 6, 37. Wir brauchen 37 minus Holz. 30 gebrauchen. Oh, viele Licht. Siebenunddreißig minus eins.
37 minus 1. Licht ist weg. Will mal Licht wieder. So, habe ich da jetzt alles weggeräumt an diesen komischen Lampen? Ich meine, sie sind ja schön alles, aber ich mag es halt so. Also wir brauchen 36 plus ein invertiertes Licht. Fehlt uns ernsthaft Ton? Der Pflasterstein. Was hat ein roter Pflasterstein im? Wo ist der? Ah. Ton. Ah, ja, das ist doch schon hier eine angenehme Rezeptur. Mit dem einzigen Punkt, ich brauche jetzt Wassereimer. Und da habe ich 12, da würde ich jetzt einfach sagen. So. Uno momento, Ton. Ach ja. Weil, dann nimmt das hier da draus. Wo ist ein Ton? Das heißt, ich habe jetzt 12 Wassereimer hier. Ich habe Ton und das mache ich jetzt ganz normal. Ton. Weil es so Spaß macht. Ton.
Ne, ich will schon haben hier den da. So, dann hätte ich gern ein Bindegemisch. Zwei, sechs, sieben, acht. Willst du wissen, was ich an Ton übrig habe? Genug. Wassereimer kommen weg. Das Bindegemisch. Dafür finden wir eine andere Lösung. Ich hätte gern einmal. Es ist. Da kommt das Richtige raus. Pulverisierte Kohle. Mal kurz gucken. Pulverisierte Kohle. Gut, bitteschön. Müsste jetzt auch eigentlich schon genügend Bindegemisch haben. Das, was ich hier will. Acht. Naja, gut, noch nicht so ganz. Tatsächlich. Acht. Wie viel haben wir gesagt, brauchen wir? 36, ne? Also brauchen wir noch mal acht. Na dann mach mal durch. Was sagt unser Strom? Der arbeitet. Arbeitet ganz schön schnell, dieses komische Ding, ne? Zack. Ich bin sogar so frei und räume das gleich wieder auf. Eingang. Uppala. Zack. Das war einmal. Kriechen wir hin, kriegen wir hin. Mal gucken, dass man das hier alles. Ich hoffe, es fehlt jetzt keins. Sonst wäre es natürlich sehr schade und dämlich. Zwei. Hallo. Agnet. Alter. Wo ist meine bedepperte Leitungsverkleidung? Ja, glaub mir, den setze ich schon wieder hier hin. Gut, Leitungsverkleidung ist dann halt so mit weg. Das ist natürlich sehr traurig.
Als ob man mich verarschen will oder so, ne? Alter. Und natürlich. Oh. Als ob. Nein, du wirst hier nicht fertig. Nein, du nicht. Naja. Also gut. Dann würde ich sagen, haben wir das für hier und jetzt und heute. Vielen Dank fürs Zugucken. Vielleicht kümmern wir uns dann nächstes Mal endlich um die tollen, wie heißen sie? Ja, diese tollen Einstiegspunkthäuschen. Bis dahin, Servus, ciao, ciao.